Ein 2:2 gegen Erfurt. Erstens mal nicht das Ergebnis, was ihr euch erhofft habt. Und würdest du einem Fan heute böse sein, wenn er sagen, das war ein beschissenes Spiel? Ja, was heißt beschissenes Spiel? Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Die Ostmannschaften, die kommen immer über den Kampf. Und ja, da wollten wir heute gegenhalten. Ich denke, die erste Halbzeit ist uns auch gut gelungen. War ein relativ ausgeglichenes Spiel mit wenig Torschancenhüben wie drüben. Dann machen wir kurz vor der Halbzeit das Tor. Ja, sollte uns eigentlich dann für die zweite Halbzeit Rückenwind geben. Aber ja, erste paar Minuten, zweite Halbzeit, haben wir uns nicht getraut. Ich weiß nicht, haben nicht nach vorne gespielt, kriegen dann das Gegentor. Und dann waren wir natürlich völlig verunsichert. Kriegen dann durch die Standard das zweite Gegentor. Und, ja, den Spielverlauf natürlich völlig auf den Kopf gestellt. Und ich denke, trotzdem haben wir dann aber Gas gegeben und uns einige Chancen erspielt und zum Glück dann, wenn auch mit Glück, dann den Ausgleich noch gemacht. Aber ich denke, ja, nichtsdestotrotz. Also ich denke, wenn man so lange gegen 10 Leute spielt, darf das so eigentlich nicht passieren, oder? Nee, eben. Wir hätten dann, sage ich, ab dem Zeitpunkt, wo die zu 10 waren, hätten wir dann so spielen müssen, wie wir es zum Schluss gespielt haben. Haben wir den Ball gut laufen lassen, haben uns hauptsächlich über außen die eine oder andere Chance erspielt und so hätten wir es dann, von Anfang an machen sollen. Da funktionieren so Basics momentan nicht. Ganz viele Bälle von hinten gehen einfach ins Aus. Andere nehmen die Bälle an, die springen 5 Meter weit weg. Das ist ja so, da hat man das Gefühl, da fehlt das Feuer irgendwie letztendlich auch. Hat es was damit zu tun, dass euch irgendwie das Feuer momentan so ein bisschen fehlt unterm Hintern, sag ich mal? Nö, ich denke, wenn man das Spiel in Osnabrück gesehen hat, da war das Gegenteil der Fall. Da haben alle Feuer gezeigt, da war jeder völlig konzentriert, da hat sich reinkauen. Und ja, eine andere Situation fällt uns, habe ich das Gefühl, Selbstvertrauen. Und das müssen wir uns natürlich auch wieder erarbeiten und dann wird das Spiel auch wieder auf unsere Seite kippen. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Ja, danke schön. Benjamin Siegert, 2:2, das Ergebnis ist gemilde gesagt beschissen gelaufen, sage ich mal. Du hast dich jetzt ja wieder in die Mannschaft reingearbeitet, bist auch schwer am Kämpfen, man sieht man, aber irgendwie reicht es momentan, ich habe mal das Gefühl. Ne? Schon gerade einem Kollegen Reichwein gesagt, es ist irgendwie kein Feuer richtig drin für das letzte bisschen. Siehst du es ähnlich? Ja, also im Vorfeld ist erstmal ganz klar, dass Erfurt eine schwierige Mannschaft ist zu bespielen. Das wussten wir vorher mit dem 4-1-4-1-System offensiv agieren mit diagonalen Bällen. Muss man tief stehen erstmal und dann die Grundordnung erstmal von denen zerstören und dann ins Spiel kommen. Aber ich sag mal so, das Feuer, das wir entfacht haben, das haben wir nach dem 1-0, glaube ich, erstmal hinbekommen. Da haben wir uns, haben wir erstmal, glaube ich, reagiert und realisiert, dass wir hier 1-0 führen. Gehst dann in die Halbzeit, hast ein bisschen Ruhe, analysierst ein paar Sachen. Wolltest es eigentlich besser machen in der ersten als in der ersten Halbzeit, dann kommst du raus nach 2 Minuten, kriegst gleich 1-1. Dann hast du wirklich noch so 1-2 gute Möglichkeiten zum 2-1, machst die Dinger nicht. Dann rennst du ein bisschen da hinterher und dann kriegst du so ein Ding wie einen Freistoß, der immer mal rein passieren kann, auch zu zehnt. Aber im Endeffekt hatten wir doch schon gewisse Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit, was in der zweiten Halbzeit natürlich besser war, weil die natürlich nur zu 10 gespielt haben. Aber es sah in der zweiten Halbzeit nicht besser aus als in der ersten. Also wenn man dann sieht, dass sie nur zu 10 sind, dann muss da eigentlich ein bisschen mehr kommen, oder nicht? Also zumindest bei der Aufstellung, die dann auch Erfurt gespielt hat. Nach dem 1-1 hättest du 2-1, 3-1 führen können. Das muss man sehen, weil ich glaube schon, dass wir nach vorne gespielt haben und auch einige Torchancen hatten. Wenn ich sehe, dass Cello da vom Kopfball, Pio mit dem Kopfball, Memo schießt vorbei. Da sind schon einige Chancen gewesen, wo wir hätten das 2-1 machen können. Und also ich sehe das... lass uns auch keine Krise anreden oder keine Situation, dass wir hier einen schlechten Fußball spielen. Wir sind in der dritten Liga, da ist der Kampf und dann der Fußball erst. Ich sehe das so, dass wir heute wirklich 2 Punkte leider auch verschenkt haben, aber irgendwie auch einen Punkt, wo ich sage, okay, den muss man leider mitnehmen, muss man akzeptieren, so wie es ist. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir hatten die Chancen zum Sieg und ich lasse uns da auch nicht schlecht reinreden. Okay, und viel Erfolg. Dankeschön. Marcel, 2-2, 2 Tore. Die Fans oben sagten gerade, das zweite war eher so erdmagnetfelsbedingtes Tor. Du hast ein bisschen mit Glück gehabt. Aber hätten eigentlich mehr sein müssen, nicht nur von dir, sondern insgesamt. Hat nicht so wirklich gereicht, die Leistung? Oder siehst du es ähnlich anders? Ja, dass er nicht gereicht hat, das sieht man, glaube ich, am Ergebnis. Aber wir haben es in der ersten Halbzeit, denke ich, sehr gut gemacht. Wir haben den Gegner unter Kontrolle gehabt, haben ihn mehr oder weniger... Die Räume eng gemacht, der Gegner hatte aus dem Spiel heraus keine Torchance und wir gehen 1-0 in Führung, der Gegner ist zu 10 und im Endeffekt sollte uns das gut tun, hat es aber nicht, wie man in der zweiten Halbzeit dann gesehen hat. Der Gegner hat es
dann noch tiefer angelegt, hat umgestellt und hat dann auf Konter gesetzt. Und wir haben einmal nicht aufgepasst, kurz nach der Halbzeit. Und sowas wird dann direkt bestraft. Und das hat uns so ein bisschen wehgetan. Ne? Da muss man auch erstmal wieder dann das Spiel zurückfinden. Ich denke, das haben wir gemacht. Wir hatten die Chancen zum 2-1, die leider nicht genutzt. Und so eine Standardsituation kann immer mal reingehen. Und zum Glück machen wir dann noch das 2-2, was auch, glaube ich, verdient war. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich eine gefühlte Niederlage. Ihr macht momentan viele Fehler. Das fängt schon hinten so mit Bällen nach vorn an, die ins Aus gehen, Zuspiele, Bälle, die irgendwo landen, auf Flanken, die mehr auf den Torwart oder sonst wo hinkommen. Siehst du das ähnlich? Also ich habe das Gefühl, also wenn man von oben so von der Tribüne guckt, dass da schon viel auch daneben geht momentan. Sehe ich nicht so. Klar ist, dass im Spiel Fehler passieren, aber die passieren auch beim Gegner. Wir haben jetzt das sechste Spiel, ich glaube die dritte englische oder die zweite englische Woche, dass natürlich dann irgendwann auch mal ein bisschen die Kräfte zurückgehen, ist ja auch klar. Und wir spielen am Samstag schon wieder und man kann auch nicht verlangen, dass jeder Pass ankommt. Ja, das passiert bei den Münchnern, haben wir auch gegen Bayern gesehen, auch die machen Fehler. Ja, und wir dürfen auch Fehler machen, da muss man auch mal ein bisschen Geduld haben. Wir müssen einfach sehen, und das haben wir auch heute bewiesen, dass jeder für den anderen da ist, auch wenn Fehler passieren. Und ich sehe es nicht so ganz so. Okay. Ich wünsche, dass du für die nächste Partie auch 2 Tore machst. Wäre nicht schlecht, oder? Mir ist wichtiger, dass wir das Spiel gewinnen. Ist mir klar. Okay, ja. Ich wünsche es dir trotzdem. Dankeschön. Marc Hartmann ja hier. 2-2, lassen wir das Ergebnis mal Ergebnis sein. Leistung der Abwehr heute, damit zufrieden, nicht zufrieden? So, das Spiel nach vorne, ja, es sah manchmal etwas deplatziert aus, wie soll ich sagen? Du weißt, was ich meine? Ich finde, wir haben gar nicht so viel zugelassen, ehrlich gesagt, hinten. Trotzdem dürfen uns die 2 Gegentore nicht passieren. Das war dann zu einfach, auch vor allen Dingen in Überzahl, auch Standardsituationen, wie man halt immer so kennt, es natürlich total ärgerlich, dass man ja. Wenn wir schon vorne vielleicht nicht so durchschlagskräftig sind, müssen wir halt hinten die Null halten oder zumindest halt nur ein Tor kassieren. Und das ist halt uns leider auch nicht gelungen und deswegen kommt halt so ein 2-2 zustande. Jetzt sind das auch immer so Tore eigentlich seit dem ersten Heimspiel schon, die so einfach aussehen für den Gegner. Ja. Siehst du das ähnlich? Weil dann, ne, da seid ihr zu 4 oder 5 hinten, da steht einer und köpft das Ding rein. Das ist ja nicht das erste Mal jetzt passiert. Komisch. Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich besser geworden ist, jetzt die letzten Spiele zumindest. Und ich kann es mir auch nicht erklären, ob jetzt dann nachher, als wir jetzt in Überzahl sind, ob man dann, weiß nicht, die Standardsituation ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, erste Halbzeit war auch so ein Ding, wo Erfurt ein Tor schießt. Da müssen wir arbeiten, weil so leicht können wir es den Gegner nicht machen. Weil ansonsten haben wir ja nicht viel zugelassen, finde ich, glaube ich, aus dem Spiel. Ja, und Spiel nach vorne, was ist da zu verbessern? Da gehen ja schon was ins Aus, auch immer wieder mal, wo man so denkt, das ist jetzt ein bisschen daneben. Hm. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil wir haben die Qualität, ich sehe das auch im Training ja die Woche über, wir können es und ich weiß nicht, wieso wir so verhalten spielen. Ich kann es mir auch irgendwie nicht erklären, weil ganz ehrlich, so ein Fehlpass, den spielt man normalerweise blind. Also das ist jetzt nicht eine Frage der Qualität, das ist einfach dann wahrscheinlich eine Kopfsache oder so. Ich wünsche euch, dass ihr euch mal ein bisschen wieder findet zum nächsten Spiel. Ist ja leider nicht mehr lang bis Samstag. Toi, toi, toi. Ja, das ist ja auch immer eine gute Chance, es wieder besser zu machen. Ne? Ralf Lohse, 1-2-2. Hätte fast eigentlich ein 1-2 sogar sein können. Von Chancen her vielleicht ein 5-2. Aber von der Leistung her nicht zufriedenstellend, oder? Ist hier zu Hause ein bisschen der Wurm drin, kann man das so sagen? Ja, gut. Ich denke, erste Halbzeit haben wir ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Ich wusste das natürlich, dass sie aus dem Beobachten, dass die Erfurter haben auch eine sehr gute Mannschaft und sehr kompakt im Mittelfeld. Da ist nicht so leicht durchzukommen, relativ wenig Gegentore gekriegt. Dennoch, glaube ich, haben wir uns so in der ersten Halbzeit auch viele Möglichkeiten erspielt, wo wir Außenpositionen, gerade bei Benny Siegert, in den torgefährlichen Raum gekommen sind. Und was ein bisschen gefehlt hat, ist sicher der Abschluss, dann den eigenen Mann zu finden, der dann vollendet. Aber es war, wie gesagt, in der ersten Halbzeit dann mit der berechtigten roten Karte, mit dem 1-0 für uns, alles angerichtet. Und was uns gefehlt hat in der zweiten Halbzeit, war da anzuknüpfen. Jetzt war es in Osnabrück ja ein gutes Spiel, wo die Preußen auch, sagen wir mal, körperlich mitgehalten haben. Heute hat man wieder so das Gefühl gehabt, es war wieder so ein bisschen ein Schritt nach unten. Da fehlte so ein bisschen die körperliche Präsenz in der einen oder anderen Situation. Da so einfache Bälle gehen da eins aus, Bälle landen irgendwo im Strafraum, aber nicht in der Nähe des Stürmers. Sehen Sie das ähnlich? Ja, gut, wir haben sicher einige Fehler gemacht, technische Fehler, die, ja, es ist keine erste Liga, es ist dritte Liga und
Von daher kann das mal passieren, aber natürlich versuchen wir die Dinge zu verbessern, auch die Ballbehauptung. Aber wie gesagt, entscheidend, glaube ich, war heute, neben diesen Dingen, die durchaus meiner Meinung nach auch mal passieren können, das gehört dazu, wenn man mit großem Kampfgeist unterwegs ist in der englischen Woche, aber man muss halt in der Defensive robust sein und muss härter zur Sache gehen, konsequent bei den Luftduellen, und das hat heute gefehlt. Das kann man bis zu der Partie Samstag in Kiel noch groß umschmeißen oder machen? Werden Sie noch was machen können oder wollen? Wie meinen Sie das? Ich meine, kann man taktisch was umstellen oder... Ja, das müssen wir erstmal abwarten, wie die Jungs jetzt aus diesem Rennen kommen. Ne? Feststeht, dass wir ja die besten Chancen haben liegen lassen heute. Wir hätten das Spiel ja auch noch, wie Sie richtig eingangs gesagt haben, gewinnen können. Haben dann mit dem Pressschlag nur das Glück gehabt, dass der Ball reinging. Also das, worauf es ankommt, das habe ich in der letzten Woche schon gesagt, auch vor dem Osnabrück-Spiel, im eigenen 16er und im gegnerischen 16er, wo die Entscheidung fällt, da haben wir die richtig robuste Killerinstinkt-Qualität vermissen lassen. Und das wird natürlich entscheidend sein, ob wir in der Tabelle auch nach oben rücken können. Aber jetzt geht es erstmal darum, eine Bestandsaufnahme zu machen, wer ist wie gut durchs Rennen gekommen, und dann müssen wir uns neue Eier aufstellen. Also wir sind glaube ich, mit einem Tag weniger Pause geht es darum, die Köpfe schnell nach oben zu bekommen. Dafür wünsche ich viel Erfolg und dass es dann mindestens 3 Punkte gibt, vielleicht in Kiel. Toi, toi, toi. Ja, was sonst.